So, und da melden wir uns zurück zur zweiten Halbzeit 1:1 nach der ersten Halbzeit. Im letzten Spielzug habe ich den Ausgleich geschafft. Jetzt kriegen wir nochmal den Ball zum Anstoß. Ja. Ich denke, so können wir bleiben. So, die dürfen sich nochmal umstellen. Machen sie auch. Okay. Wo ist der Ball? Ach, da ganz hinten. Gut, in dem Fall. Da steht einer. Okay. So, dann wollen wir uns um. Oder wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir das? Smells like a good old-fashioned fight. Jetzt natürlich jetzt schon so offensiv hier auf dieser Seite vorgehen, dann muss der Gegner ja quasi den Braten riechen. Und befürchten, dass wir hier durch wollen. Yep, I reckon that's what he'd say, if he could talk. Das hält uns aber nicht davon ab, dann am Ende hier durchzumarschieren, wenn der sich total umgestellt hat. So, gucken wir, wie der Gegner reagiert. Ich denke mal, mit 1:1 noch eine komplette Halbzeit, da ist alles offen. Wenn jetzt ein bisschen das Würfelglück gewogen ist. Nicht so wie in der ersten Halbzeit, dann denke ich, können wir das auch nach Hause bringen hier. Dangerous place to be. Let's see that player later, if they wait. Haben die keine Wiederholungswürfe mehr? Da kann man dagegen keinen Wiederholungswurf verwenden. So. Jetzt ist natürlich. Hier haben sie ihre Kräfte darüber gezogen, hier nach dort. Könnte man natürlich sagen, dann marschieren wir hier doch einfach durch die Mitte. Was für ein beschissenes Ergebnis. Naja, immerhin nicht selber draufgegangen. Wie weit kommt er? Thank you.
Move right next to a team. Und jetzt könnte es gehen. Ich denke, wir versuchen es durch die Mitte durch. That's a solid formation. I want to see the opposing team have a go at the ball now. Verdammt, das war nicht gut. So habe ich ihn eigentlich nur noch ein Stück dichter an den Ball geschoben. Pride comes before the fall. Er kann sich nicht umdrehen, dann werden wir ihn eben hierhin beobachten. Aber leider gelingt es nicht. Der wird wahrscheinlich so von hinten rumkommen. Und wenn die jetzt hier wieder rüberziehen, ich meine, niemand hält mich auf, jetzt hier wieder nach da. Ach, guck, der versucht sogar so rum. Ah, schlecht. So, gucken wir, was wir mit der Situation anfangen können. Als erstes räumen wir mal den Bereich um den Ball auf. That player is shuffling off the field. Possibly off his mortal coil. So. Dann sind wir wieder am Rennen. Und 60. Er ist sprintsicher. What a speedster! Jetzt sind das schon. Pass hier. Du nicely. Ha, das gab dann sogar Starspielerpunkte. Sehr schön. Das ist sehr riskant. On the edge of the field there, within grasping range of the fans. And then das können wir so nicht machen. Da muss der Wiederholungswurf einfach her. Weil sonst wäre der natürlich gnadenlos dahin und hätte ihn fertig gemacht.
be fast. But once you grab these bozos, so, hier noch Leute. Keiner mehr da. Dann. Das war schlecht. Der ist jetzt frei. Na egal. Es kann nicht immer alles nach Plan laufen. So, gucken wir mal, was der Gegner aus der Situation macht. Die müsste er wahrscheinlich mit einem von denen hier ausbrechen, um den Blitz zu schaffen. Genau so in etwa. Und da. Well, we had to retreat a little. It was getting dangerous. Es ist ihm leider nicht gelungen. So, wir haben in letzter Zeit ziemlich viel riskiert, deswegen gibt's jetzt mal einen Zug auf Sicherheit. Touchdown für die Exenheimer Dragons, 2-1. Damit liegen wir vorne. Starspielerpunkte gab's auch. Und das Ganze nimmt jetzt ordentlich Druck aus der Partie raus. Zumindest mal für mich. It looks like that apothecary's magic sponge was on full charge. A few of the Chaos have been revived. Ready to play again. Important thing, gotta keep possession of the ball, not lose it. Strike back would be terrible. Der Ball ist glitschig. Those balls are going to be slippery. Nothing worse than slippery balls. Also jeder, der jetzt den Ball aufhebt oder fängt, kriegt einen zusätzlichen minus 1 auf sein Wurfergebnis. Das heißt, hier fallen die Trainingsmarker. Haben wir jetzt noch übrig 4 Spielzüge, die haben 5. Also das Spiel ist noch nicht rum. Das ist auch mal ganz klar so sehen. Ne? Der Gegner ist sehr vielseitig. Ist im Ballbesitz. Und hat keinen Wiederholungswurf mehr. Ich will jetzt erstmal wieder versuchen, hier die Linie zu halten. Wieso hat der eigentlich... Ach, der hat noch keine Starspielerpunkte gesammelt, hä? Und der hat Blocken. Ja, das ist natürlich unheimlich bescheuert. Starspielerpunkte verdient. Yep, I reckon that's what he'd say if he could talk. Oh, rather than the knee.
So, die Linie steht. Hat der aus? Was ist das? Okay. Krass wäre das denn. Ah, shit. Ah, guck mal, wie sich sofort alles verändert. Also es war kein Fehler, das zu machen. Schon sind die rückwärtig beschäftigt und nicht mehr offensiv. Ja, irgendwie habe ich kein Würfelglück, aber das muss ja auch nicht sein. Look at all those men sitting down on the job. There'll be trouble with the unions of this kind. Das wäre nichts. Jetzt aus. Besser. So, bewusst, der hat mich blocken und dann geht sowas auch klar. Ich glaube, den lasse ich liegen, denn den schicken die sowieso gleich wieder ins Koma zurück. Here's some friends. Zwei Spielzüge plus der hier noch. I've seen mushrooms that look smart. So, da geht der Croxigur runter. Könnte funktionieren. This player likes to be well assisted in a fight. Oh nee, jetzt echt verdammter Mist.
that. Now, capitalize on this. Ach, ja, das ist immer, wenn man zu viel will. Aber die müssen trotzdem erstmal in zwei Zügen durchkommen. Und dann wäre es immer noch nur unentschieden. Und unsere Siegesserie wäre nicht gebrochen. Oder ist eine Siegesserie gebrochen, wenn man unentschieden hat? Weil es dann ja kein Sieg mehr war? Oh, immer auf die Kleinen. The attacker has an assist. Ich muss sagen, die vermöbeln mich hier gerade ganz schön ordentlich. Oh, too easy. So, jetzt habe ich das hier nur noch weiter verstärkt. Ich wollte eigentlich mit dem jetzt hier rein. Tackle some. Should be good. More the merrier. So. Oh nein, auch noch eine Verletzung. Wie bitte? Verpasst das nächste Match. Ja, damit werde ich wohl leben müssen. Scheiße. Also ich muss sagen, es ist ein sauhartes Match. Also, puh. Also... Gegen Touchdown haben wir bisher noch gar nicht verkraften müssen. Jetzt noch einen Verletzten. Ich kriege ja den anderen Saurus wahrscheinlich nächstes Spiel wieder. Dafür ist jetzt der frisch Verletzte, dann fällt aus. So, da ist das Spiel zu Ende. 2-1 gewonnen. Aber war ein hartes Match. Ein wirklich hartes Match. Ah, sah lange nicht sehr gut aus. So, das ist unsere nächste Trainingsmarke. Ich sag's, wie es ist. Rennfaktor wieder gestiegen. Another player has just gained a new level. 14 Starspielerpunkte verdient, das war super. So, dann gucken wir uns kurz das Team an. Das ist, glaube ich, der jetzt nächste Runde wiederkommt und das ist der frisch verletzt ist. Zwölf. Oh. Ah, das ist jetzt... Jetzt können wir eine Eigenschaft wählen.
was von den allgemeinen Sachen? Oder eine Stärkefähigkeit? Also wir können alles nehmen. Das hier ist ein ziemlich guter, finde ich. Aber eine Eigenschaft, Stärke plus 1, also ganz im Ernst, das können wir uns nicht entgehen lassen. Hat der Stärke 5. Ja, gegen den nächsten Brocken sieht das jetzt plötzlich schon ziemlich krass aus. So, 2 Trainingsmarken. Also ins Training müssen wir unbedingt investieren. Ich sag's ganz klar, weil das ist im Moment unsere ganz große Schwäche. Jetzt haben wir schon 2 Wiederholungswürfe. Hat er das jetzt genommen oder hat er das jetzt genommen? Jawohl. So, das nächste Spiel geht wieder mal gegen Khemri. Leicht unterlegenes Team. Die werden wieder diese Gruftwächter haben. Aber jetzt haben wir ja unseren super starken Saurus. Und dann gucken wir mal, dass wir da anständig durchkommen. Ich sag vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Match.